Hi liebe Leute, Teil 2, Fatbiken, Snowbiken. Natürlich ist es immer ein Thema, dass man auch vernünftig um die Kurven kommt. Der Schnee hat einfach andere Eigenschaften als das, was wir normal fahren. Und wir geben euch ein paar Tipps, damit ihr auch sicher die Kurve kratzt im Schnee, auf harten Schnee. Hier unsere Tipps. Also beim Kurvenfahren müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir beide Räder gut belasten, vorne Gewicht und auch hinten Gewicht. Dann haben beide Reifen gute Traktion. In der Kurve dann, wenn der Radius zumacht, ist es wichtig, den Druck aufs Vorderrad ein wenig zu erhöhen, um mehr Traktion zu erzeugen. Das mache ich wieder aus den gebeugten Armen, indem ich nach unten drücke. Liebe Leute, wir haben auch noch Kurvenvideos mit ganz vielen Details. Wir möchten jetzt noch ein paar Tipps geben, wie ihr im Schnee um die Kurve kommt. Und denkt natürlich daran, ihr fahrt dahin, wo ihr hinguckt. Das heißt, ihr müsst mit dem Körper euch eindrehen und weiter den Blick dahin visieren, wo euer Trailverlauf ist. Wenn ihr mit eingedrehtem Körper in der Kurve fahrt, ist es noch ein gutes Mittel, wenn ihr euer äußeres Knie Richtung inneren Rahmen schiebt. Dadurch kann sich die Hüfte noch besser drehen. Was auch hilft, ist, wenn euer äußerer Ellenbogen auch weiter mitdreht, um da eine gute Körperrotation einzuleiten. Genauso wie im Sommer auf trockener Fahrbahn ist es natürlich auch auf Schnee wichtig, sein Bike in die Kurve zu neigen. Das heißt, ich drücke mein Bike rein, der äußere Ellbogen führt durch die Kurve. Somit habe ich meinen Körperschwerpunkt schön über den Reifen platziert und kann super Traktion erzeugen. Liebe Fatbike-Freunde und die, die es noch werden wollen, ihr könnt es im Urlaub mal probieren. Diese Reifen haben sehr wenig Luftdruck, teilweise 0,5 Bar, es hängt auch ein bisschen vom Körpergewicht ab. Und das fühlt sich anders an erstmal, gerade wenn ihr auf dem Parkplatz die ersten Kurven fahrt. Seid nicht verunsichert, die Fatbike-Reifen haben ein bisschen eigenes Feeling, bieten aber unglaublich viel Traktion und Grip, deswegen muss man sich darauf einlassen. Beim Fatbiken auf Schnee ist es natürlich nicht immer selbstverständlich, dass wir die Kontrolle über alles haben. Das heißt, mein Bike wird hin und wieder wegrutschen. Gerne in Kurven geht man schnell über das Limit und die Reifen rutschen nach außen weg. Mit Flat Pedals tue ich mir natürlich viel leichter, in so einer Situation schnell mal das Bein auf den Boden zu stellen und wieder weiterfahren. Mit Klickpedalen ist es eventuell schwieriger, schnell auszuklicken. Unsere Empfehlungen fürs Fatbiken sind eindeutig Flat Pedals. Ride, don't slide, den Spruch kennt ihr, aber auf Schnee könnt ihr euch ruhig mal ein bisschen rumsliden. Das macht Spaß und wenn ihr nicht gerade auf einer Eisplatte seid, dann tut ein Sturz beim Wegrutschen auch nicht so weh. Deswegen macht es, das waren unsere Tipps.